Ja, das ist die Freiheit, lieber Hauptschufer hier, Montag, 12. September 2011 aus Berlin mit der Nachricht Bild. Bild New York. Die Bild-Zeitung und Bild.de hat in den letzten Tagen groß Werbung gemacht. Bild berichtet anlässlich des 9/11 aus New York. Man hat eine Streaming-Echtzeit-Live-Kamera eingeschaltet in einen mit Stellwänden verstellten kleinen Raum mit Plakaten und ab und zu ging ein Fotograf vor die Kamera oder Boris Becker ging dran vorbei, ein paar Promis, das war das Büro in New York. Jedenfalls hat also der Bild-Chefredakteur Diekmann hier jetzt einen Kommentar veröffentlicht heute und den möchte ich doch aufgreifen, denn er sagt quasi, Bild setzt ein Zeichen. Und zwar endet er dann damit, ich trage das gleich vor, Bild setzt ein Zeichen, nämlich der Freiheit. Und das ist nicht vollständig, was er hier sagt, und es ist auch ganz absichtlich nicht vollständig, es ist eine Verfälschung. In der Weise, dass Kai Diekmann hier nur die Hälfte sagt. Bild setzt also ein halbes Zeichen. Ich will es aber mal wohlmeinend aufklären. Es heißt also hier, Bild setzt ein Zeichen. Heute, Montag, 12. September, Bild Berlin. Nichts wird mehr so sein, wie es war. So stand es genau an dieser Stelle vor 10 Jahren. Also in der Bild-Zeitung. Bild. Am Tag nach der schlimmsten Terrorattacke in der Geschichte der Menschheit. Also Nagasaki, Hiroshima war ja noch nicht dabei, das kann er nicht wissen. Ja, es stimmt, sagt Kai Diekmann. 9/11 hat das Leben verändert, auch für uns Deutsche. Im Krieg gegen den Terror ging die Bundeswehr nach Afghanistan. Deutsche Soldaten fallen im Gefecht. Das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Nein, es stimmt nicht. Der Angriff Osama Bin Laden hat uns im Kern nicht getroffen. Unsere Idee von Freiheit, Demokratie und unser Bild vom Menschen, der sein Glück selber in die Hand nimmt. Ihnen hat der fanatische Terror bis heute nichts anhaben können. Ganz im Gegenteil, die Welt von London, Paris über Berlin bis Moskau schloss sich gegen diese Kriegserklärung an die Menschheit zusammen. Und mit dem arabischen Frühling zeigt sich 10 Jahre danach, wie groß und am Ende unwiderstehlich die Idee von Freiheit und Demokratie ist. Kein Land steht so sehr für diese Idee wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Deshalb ist Bild für diese Ausgabe nach New York gegangen und produziert die Zeitung zum 10. Jahrestag der Anschläge aus dem Herzen der freien Welt. Als ein Zeichen, das für uns Deutsche nicht so wichtig sein sollte wie die Partnerschaft mit Amerika. Gut, und die halbe Freiheit ist die halbe Wahrheit hier, denn nicht nur die arabischen Staaten haben einen Frühling durch amerikanische Freiheitskämpfer, sondern vielleicht auch aus sozialen Dispositionen und mit Verweis auf Bin Laden, der ja aus Arabien stammte, aus Saudi-Arabien nämlich. In Saudi-Arabien wird ein rückständiges Bauernkönigstum an der Macht gehalten im Zeichen der Freiheit Amerikas. Muss man da fragen, also diese Zeichen der Freiheit sind ambivalent und es ist nicht die ganze Wahrheit. Hier auf dem Titel also die beiden Präsidenten Obama von heute und der Kriegspräsident Bush Junior am Ground Zero. Und was vielleicht ganz interessant ist, also Bild macht hier wirklich groß auf. So erlebte Kanzler Schröder die Tage des Tränen, Trauer und die Sehnsucht nach den Liebsten und was es alles so an Worten gibt für Dinge, die man nicht beschreiben kann. Vielleicht so nochmal. Post von Wagner und hier Franz Josef Wagner sagt also am Ground Zero, man kann an diesem Ort kein Reporter sein, der Ground Zero für seine Zeitung inspiziert, man kämpft mit den Tränen. Ja, das kann man ihm glauben, das kann man auch verstehen. Der Bildkolumnist im Memorial Museum mit den vermissten Zetteln, viele New Yorker hofften, dass ihre Angehörigen noch lebten. Oder Wagner vor der Kulisse des noch nicht fertiggestellten neuen World Trade Centers mit seiner Post von Wagner, die spare ich mir, weil es immer opportunistische Allfälligkeiten sind, die hier vorne stehen. Und dann hier noch die andere Hälfte der Wahrheit. Hier, das ist doch auch interessant, Bild promotet den Dünnbrettbohrer Gutenberg Ground Zero. Unter der Überschrift Gutenbergs Ground Zero, also die Nullnummer Gutenberg. So, Bild und die Freiheit, halbe Zeichen.